Anfang September. Der Rübenlagerplatz der Krautfabrik ist noch leer, die Absetzanlage außer Betrieb. In wenigen Wochen werden hier bis zu 10.000 Tonnen Zuckerrüben lagern. Sie sind der Rohstoff für Rübenkraut, ein besonders im Rheinland bekanntes Brotaufstrich und Süßmittel. Es entsteht durch Eindicken von Rübensaft, der aus den gekochten Schnitzeln abgepresst wird. Der Film zeigt den technischen Ablauf der Krautherstellung vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. In der Fabrik laufen die Vorbereitungen für die Kampagne, also die Zeit von Ernte und Verarbeitung der Rüben. Sie dauert von Mitte September bis Mitte Dezember. In den übrigen Monaten sind die rund 80 Mitarbeiter mit Instandsetzungs- und Überholungsarbeiten beschäftigt oder bauen die angefallenen Überstunden ab. Um das qualifizierte Stammpersonal das ganze Jahr über halten zu können, betreibt die Krautfabrik seit 1907 auch einen Ringofen zur Herstellung von Ziegeln. Zwei Mitarbeiter sind gerade dabei, die beiden hydraulischen Pressen in der Haupthalle zu überprüfen und die Filter einzuhängen. Diese Filter nehmen die gekochten Rübenschnitzel auf und filtern gleichzeitig den austretenden Saft zum ersten Mal. Während die früher üblichen Balken- und Spindelpressen nur ein geringes Volumen hatten, fasst diese Anlage rund 15 Tonnen. Direkt über den Zwischenräumen der Pressplatten befinden sich die Füllstutzen. Durch diese Konstruktion kann man alle 30 Filter ohne Unterbrechung füllen. Beim Pressvorgang bewegen sich die Platten senkrecht auf Rollen. Jede einzelne Platte ist 3x1,20 Meter groß und 5 cm stark. Die unten offenen Filter sind etwas länger als die Platten. Am Fuß der Presse eingehängt, entsteht so ein 20 cm hoher Umschlag, der ein Auslaufen der gekochten Rübenschnitzel verhindert. Eine hydraulische Handpresse drückt die einzelnen Platten auseinander und erleichtert so das Einhängen der Filter. Sind die Filter eingehängt, verbinden die Arbeiter die Zuleitungsstücke der linken Presse untereinander. Durch die Verwendung von elastischen Teilen ist eine reibungslose Funktion gewährleistet. Im Erdgeschoss der Halle stehen die Separatoren. Der aus den gekochten Rübenschnitzeln abgepresste Rohsaft wird hier durch Zentrifugalkraft von allen Feststoffteilen gereinigt. Der so entstandene Klarsaft gelangt anschließend zur weiteren Verarbeitung in die Verdampfanlage. Die Durchlaufmenge eines Separators beträgt maximal 330 Liter pro Minute.
Inzwischen hat in der Grafschaft, dem Gebiet rund um Meckenheim, die Kampagne begonnen. Da auf den fruchtbaren Lehm- und Lößböden Zuckerrüben besonders gut gedeihen, hat hier die Herstellung von Kraut eine lange Tradition. Die Grafschafter Krautfabrik hat etwa 300 Rübenbauern unter Vertrag. Anfang des Jahres legt sie die Anbauflächen fest, damit keine Überproduktion entsteht. Während der Kampagne gilt ein fester Anlieferungsplan. Er vermeidet Staus, Wartezeiten der Landwirte und eine zu lange Lagerung der Rüben. Ein Fahrzeug mit zwei Anhängern kann je nach Größe 15 bis 20 Tonnen Rüben laden. Diese Rüben sind bereits von loser Erde befreit worden. Moin, Herr Zalewski. Ohne Raus. Wie ist die Stimmung? Gut, bis jetzt, gut. Da steht eine Zugjappe drin. Ja, müssen wir nachher sehen, bis wir rausfahren. Die Waage zeigt das Bruttogewicht der beiden Anhänger an und druckt es aus. Auf dem Lieferzettel notiert der Wiegemeister Tag- und Kontrollnummer. Diese Kugel mit der Kontrollnummer verbleibt bei der Probe. Von jeder Lieferung werden 12 bis 14 Rüben als Probe genommen. Das Labor der Zuckerfabrik Euskirchen untersucht sie auf ihren Zuckergehalt hin, der entscheidend ist für den Rübenpreis. Je nach Erntejahr, Niederschlägen, Trockenheit oder Sonneneinwirkung beträgt der Zuckergehalt 15 bis 17 Prozent, manchmal bis zu 20 Prozent. Die Proben gehen täglich ins Labor. 24 Stunden später liegen die Ergebnisse vor. Der Anlieferungsplan unterteilt die Woche in zwei Phasen: Montag bis Mittwoch und Donnerstag bis Samstag. Davon abhängig und aufgrund der frühen Tageszeit warten nur wenige Rübenfahrzeuge in der Zufahrt und auf dem Hof. Bei großem Andrang kann es allerdings zeitweise Rückstaus bis auf die Straße geben. Ja, aber wir brauchen dieses Jahr gehen umzumachen und deshalb blieben wir dieses Jahr mal ganz gut drin. Zucker, per se. Das sind die Fosse, oder? Ja, in jedem Fall. So. Ja, da geht es ja noch. Solange wir nicht so viel Dreck machen hier, ne? Ja. Naja, das Übel, was du so und irgendwie anhängen, ne? Naja. Das werden die besten Rüben, der schlechteste sein. Der Landwirt Rausch steht seit vielen Jahren bei der Krautfabrik unter Vertrag. 1988 beträgt seine Liefermenge insgesamt etwa 525 Tonnen. Das entspricht 25 Fuhren. Inzwischen hat er den zweiten Anhänger abgekuppelt und fährt mit dem ersten auf die Rampe der Abladestation. Der Anhänger wird auf der Rampe seitlich gekippt. Die Rüben fallen durch einen Trichter auf das unterirdische Transportband.
Der Schätzer, im Sommer als Ofenmeister tätig, beobachtet den Kippvorgang und legt den Schmutzanteil fest. Beim Rückwärtskipper wird das Fahrzeug vorne angehoben, das Ladegut nach hinten abgekippt. Durch einen zweiten Trichter fallen die Rüben wiederum auf das Transportband. Da die Bezahlung der Rüben nach Zuckergehalt und Reingewicht erfolgt, kommt der Schmutzschätzung eine besondere Bedeutung zu. Der Anteil an Erde, Steinen, Rübenblättern und sonstigen nicht verwertbaren Pflanzenteilen beträgt normalerweise 10-15%. Bei nassem Erntewetter kann er bis auf 30% oder mehr steigen. Dabei kann es durchaus zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Rübenbauer und Schätzer kommen. Schmutzschätzung und Abladen sind beendet. Auf dem Lieferzettel vermerkt der Schätzer den Schmutzgehalt, in diesem Fall 11%. Unter den Auffangtrichtern der Abladestation läuft ein Transportplattenband, das die Rüben in die sogenannten Kratzer umsetzt. Der bewegliche Schieber reguliert die durchlaufende Rübenmenge. Die Kratzer führen nach über Tage zur Schmutzvorabscheidung. Die gesamte Anlage kann pro Stunde 100 Tonnen von der Abladestation über Kratzer und Gummigurtbänder bis auf den Lagerplatz transportieren. Das Rüttelsieb löst durch seine Bewegungen einen Teil des anhaftenden Schmutzes und lose Verunreinigungen von den Rüben. Der Absetzer regelt vom Steuerstand aus die Lagerung der Rüben. Er kann die Gummigurtbänder über den riesigen Drehkranz an jeden beliebigen Punkt des Lagerplatzes fahren. Zuckerrüben sind nicht unbegrenzt lagerfähig. Sie verlieren pro Tag etwa 0,1% ihres Zuckergehaltes. Deshalb sind straffe Organisation und möglichst zügige Verarbeitung nicht zuletzt eine wirtschaftliche Frage für die Krautfabrik. Die ständige Verbesserung des Saatgutes seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute hat dazu geführt, dass die Rüben immer sicherer im Feldaufgang und ertragreicher werden. Zudem weisen sie einen höheren Zuckergehalt auf als die früher verwendeten Runkelrüben. Die industrielle Rübenkrautproduktion hatte um 1900 fast völlig die bäuerlichen Handbetriebe verdrängt. In diesen Zeitraum fällt mit dem Jahre 1904 auch der Produktionsbeginn der Grafschafter Krautfabrik. Da Rüben fast das gleiche spezifische Gewicht haben wie Wasser, bietet es sich als geeignetes Transportmittel an. Gleichzeitig werden die Knollen in den Schwemmrinnen vorgewaschen. Die Fabrik führt zwar das Brauchwasser immer wieder dem Kreislauf zu, dennoch beträgt der tägliche Überschuss 800 bis 1000 Kubikmeter. Sie werden in einer fabrikeigenen Kläranlage vorgeklärt und dann in die städtische Kanalisation eingeleitet. Die Arbeit an der Wasserkanone ist kräftezehrend und besonders bei niedrigen Temperaturen nicht immer angenehm. Die Schwemmrinne ist im Bereich des Fahrweges normalerweise mit Eisenplatten abgedeckt.
Direkt dahinter befindet sich der Steinefänger. Er sortiert die schwereren, absinkenden Steine mit einer sich drehenden Trommel aus dem Wasserrübenfluss aus. Würden diese Steine mit in die Fabrik geschwemmt, käme es zu Staus oder zu Schäden in der Kochstation. Die Rüben sind nach der Vorwäsche in Schwemmrinnen und Steinefänger an der eigentlichen Rübenwäsche angelangt. Der Schieber vor der Wäsche wird zentral gesteuert und regelt eine möglichst gleichbleibende Zufuhr von Rüben in die Kochstation. Ein Lift transportiert die Rüben nach oben und kippt sie über eine Rutsche in den großen Waschbehälter ab. Hier wird mit sauberem, heißem Wasser die restliche Erde abgespült. Steine und grober Sand sammeln sich auf dem Boden des Waschbehälters. Per Seilzug lässt der Arbeiter so lange schmutziges Wasser ab, bis es wieder klar fließt. Diesen Vorgang wiederholt er in regelmäßigen Abständen. Je nach Schmutzgehalt alle 15 bis 30 Minuten. Ein Becherwerk hebt die gewaschenen Rüben auf die vierte Bühne in die Schnitzelmaschine, die das Kochgut in Stücke schneidet. Das Gummigurtband läuft zur Kontrolle über die Dosierbandwaage. Die Durchlaufmenge von Tonnen pro Stunde erscheint auf der großen Messuhr in der Halle. Die durchschnittlich verarbeitete Menge liegt bei etwa 400 Tonnen Rüben pro Tag. Die Förderschnecken verlaufen waagerecht zwischen der dritten und zweiten Bühne direkt über den Kochbehältern. Drei Kochbehälter bilden eine Batterie. Die zunächst eingefüllten 300 Liter Wasser sollen ein Anbrennen des Kochgutes verhindern. Nun fallen rund 3,5 Tonnen Rübenschnitzel in den Behälter. Die Einleitung von Dampf kann beginnen, wenn alle drei Behälter einer Batterie gefüllt und verschlossen sind. Der Dampf dringt dann durch den geöffneten Siebboden ein. Die verschiedenen Ventile sowie der Boden schließen sich automatisch, wenn die Kochtemperatur von 100 bis 105 Grad erreicht ist. Die Kochbehälter bleiben in der Regel 8 Stunden unter Druck stehen. Durch das Dämpfen kommt die Inversion in Gange, das heißt, der in den Rüben vorhandene Saccharosezucker wird teilweise in Trauben- und Fruchtzucker umgewandelt.
Das Kochgut in der zweiten Batterie ist gar, der Restdruck fast entwichen. Nun kann man die Klappe öffnen und die gekochten Rübenschnitzel in die Förderschnecke ablassen. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur in der Halle ist die Arbeit schwer und anstrengend. Der süßliche Geruch des Kochgutes liegt in diesen Tagen nicht nur über dem Betriebsgelände der Krautfabrik. Die 48 Kochbehälter werden in durchschnittlich 12 Stunden einmal gefüllt und entleert. Die Inversion ist beendet, das gewünschte Verhältnis 1:1 von Saccharose zu Trauben- und Fruchtzucker erreicht. Durch dieses Verhältnis kann die Saccharose nicht auskristallisieren und sich im Lagertank verfestigen. In der übernächsten Schicht können die Arbeiter die letzte Batterie entleeren, deren Füllen wir vorhin verfolgt haben. Durch den Siebboden ist bereits die ausgetretene Flüssigkeit abgelassen worden. Deshalb erscheinen die Rübenschnitzel trockener als das Kochgut aus der zweiten Batterie. Während der Kampagne wird in Schichten rund um die Uhr gearbeitet. Die anfallenden Überstunden bauen die Arbeiter meist im Frühjahr ab, bis der Ringofen wieder in Betrieb genommen wird. Die gekochten Rübenschnitzel sind inzwischen durch Förderschnecken und Dickstoffpumpen in die Presse gelangt. Der Saft wird hydraulisch unter hohem Druck abgepresst. Der gesamte Vorgang vom Füllen über das Pressen bis zum Entleeren dauert 1,5 bis 2 Stunden. Hier wird deutlich, welchem Druck die Filter während des Pressens ausgesetzt sind. Auswechseln und Waschen erfolgen regelmäßig alle 2 Tage oder aber bei Bedarf, wenn trotz der sorgfältigen Wäsche ein Steinchen in die Presse gerutscht ist und den Filter aufgerissen hat. Das Pressen ist beendet. Der hohe Zuckergehalt des Saftes hat im Fließvorgang zur typischen Schaumbildung geführt. Der Arbeiter löst die Laschen vom Haken, damit die Pressrückstände aus den Filtern herausgeschüttelt werden können.
Auch jetzt drückt wieder eine Handhydraulik auf einer Seite der Presse die einzelnen Platten auseinander. Die Pressrückstände werden in einer Trommel getrocknet und im Silo gelagert. Jedem Rübenbauern stehen 4% seiner gesamten Liefermenge an zerkleinerten Rückständen zu. Sie finden besonders als hochwertiges Viehfutter Verwendung. Schnitzelmaschine, Kochbehälter, Pressen und Verdampfanlagen sind ununterbrochen in Betrieb. Wichtig für das Endprodukt Rübenkraut ist eine schnelle und schonende Verarbeitung vor allem des abgepressten Rohsaftes, der im braunen Behälter zwischenlagert. Die Separatoren. Durch hochtoriges Schleudern scheiden sich die Feststoffteile vom Saft ab. Das Krautkochen tritt in seine entscheidende Phase. Der durch die Separatoren gereinigte und im gelben Tank gelagerte Klarsaft muss nun zu Kraut eingedickt werden. Kernstück der Kochstation ist der Steuerstand. Hier kommen alle Informationen aus dem laufenden Betrieb zusammen. Die Krautkocher können anhand der messenden und schreibenden Kontrollinstrumente genau verfolgen, wo welche Phasen ablaufen und wie weit sie fortgeschritten sind. Zugleich überwachen sie das kontinuierliche Verdampfen des Klarsaftes. Die Krautfabrik verfügt 1988 über zwei unterschiedlich alte Verdampfanlagen. Sind die Rohre in einer Anlage verkrustet und ist daher eine Reinigung notwendig, schaltet man auf die zweite Anlage um. Beide funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Dem Klarsaft wird durch Verdampfen die Feuchtigkeit bis zu den gesetzlich vorgeschriebenen 78% Trockensubstanzgehalt entzogen. Dies geschieht mit etwa 0,8 bar Unterdruck, da hierbei der Siedepunkt nur noch bei 68 Grad Celsius liegt. Die große Messuhr zeigt die Dichte an. Das Kraut ist fast fertig. Laufend wird das Kraut aus den Verdampfanlagen abgezogen und in die 7000 Tonnen fassenden Lagertanks gepumpt. Es ist lange lagerfähig und wegen seiner Konzentration unanfällig gegen mikrobakteriellen Befall. Ein Krautkocher zieht aus dem Strahl eine Probe und überprüft optisch die Dichte des Rübenkrautes. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle im betriebseigenen Labor. Der Chemiker überprüft Trockensubstanz, die Gehalte der verschiedenen Zuckerarten, Mineralien und Spurenelemente. Besonders wichtig ist die Kontrolle des pH-Wertes, der zwischen 4,6 und 4,9 liegen muss. Da dieses Ergebnis der Untersuchung unmittelbar vorliegt, können die Krautkocher durch Änderung der Temperatur schneller auf Abweichungen reagieren. Während der Kampagne muss die Fabrik so viel Kraut produzieren, dass in der Abfüllstation das ganze Jahr über gearbeitet und der Markt versorgt werden kann. Pro Tag gelangen etwa 25 Tonnen in die Abfüllung. Dies entspräche 50.000 Kleingebinden im Haushaltsbecher. Darüber hinaus geht ein Fünftel der Gesamtproduktion in Eimern, Containern oder im Tanklastzug an Großabnehmer. Beide Maschinen der Becherlinie füllen pro Stunde 6.000 bis 7.000 Becher ab, die in Kartons verpackt und dann palettiert werden. Kraut als Brotaufstrich und Süßmittel ist seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bekannt. Zunächst allerdings fast ausschließlich als Obstkraut. Vornehmlich im Bergischen Land, in der Grafschaft um Meckenheim und am Niederrhein, kochten die Landwirte im Nebenerwerb und für den Eigenbedarf Äpfel, Birnen und auch Zwetschgen ein. Dieses Obstkraut
galt bis in unser Jahrhundert als das feinere Nahrungsmittel, während Rübenkraut mehr als Werktagsspeise betrachtet wurde. Heute verwendet man es im häuslichen Bereich, als Brotaufstrich, beim Kochen und Backen. Aber auch die Brotindustrie und pharmazeutische Betriebe verarbeiten das Produkt weiter. Rübenkraut ist ein Beispiel dafür, wie ein traditionelles Nahrungsmittel im Zuge sich fortlaufend ändernder Essgewohnheiten wieder verstärkt zur Geltung kommt. Unter dem Aspekt der technischen Entwicklung bleibt festzuhalten, dass sich die Herstellung aus dem ländlichen Nebenerwerb und der hauseigenen Fertigung, zum Beispiel in den Notzeiten hauptsächlich nach den beiden Weltkriegen, vollständig in wenige Großbetriebe verlagert hat.